Hi Leute, heute geht's mal los mit der Lego City Bergbauserie und wir fangen mal klein an mit dem Set 60184, das Bergbauteam. Die Altersempfehlung von Lego ist 5 bis 12 Jahre und für 9,99 € bekommt man genau 82 Teile. Und das ist ja so ein kleines Starter-Set, man bekommt also 4 Minifiguren und eine Spinne, das sieht man hier auf der Rückseite schon mal. Zudem sieht man hier dann auch noch ein paar Funktionen von den Modellen, die dabei sind, aber das schauen wir uns gleich ein bisschen genauer an, wenn dann alles aufgebaut ist. Aber vorher werfen wir erstmal zusammen einen Blick in die Box und schauen mal, wie viele Tüten hier drin sind. Und wie wir es eigentlich von diesen kleinen Sets gewöhnt sind, sind hier zwei unnummerierte Tüten drin gewesen. Eine hier mit den Großteilen und eine mit den Kleinteilen. Und dann haben wir hier noch die Anleitung, die sieht so aus. Und die hat insgesamt 30 Seiten. Und ich baue das Set jetzt mal kurz auf und wir hören uns dann gleich wieder. Also bis gleich. Und nach ungefähr 10 Minuten ist das Set dann auch schon zusammengesteckt. So sieht das Ergebnis aus und wir schauen uns jetzt mal die einzelnen Modelle ein bisschen genauer an. Und wir starten hier mal mit dem Kipper. Der ist ca. 4 cm hoch, 6 cm lang und 5 cm breit. Und der ist eigentlich recht simpel gebaut worden. Wir haben hier hinten einen Platz für die Minifigur. Die Minifigur wird auch bloß von zwei Studs gehalten. Das sieht man hier, also die geht ganz leicht ab und auch wieder drauf. Dann haben wir noch ein blaues Lenkrad. Und die Kippmulde kann man dann noch nach vorne hin auskippen. Hier drin haben wir dann einmal eine Schaufel. Und eine Spitzhacke. Als nächstes haben wir hier dann einen Felshaufen. Der ist ca. 4 cm hoch, 7 cm breit und 5 cm tief. Und ihr seht schon hier an der Seite, da hat jemand schon Dynamit angebracht, weil hier gibt es noch eine Funktion. Und das ist eine Sprengfunktion. Dafür brauchen wir hier erstmal unsere Sprengmeisterin. Die hat hier nämlich den Auslöser. Der wurde aus ein paar Teilen zusammengesteckt. Sieht ganz gut aus. Und wenn sie jetzt hier runterdrückt, das geht natürlich nicht, also das ist nur angedeutet, dann kann man hier an der Seite dagegen drücken. Und dann passiert Folgendes. Der obere Teil wird dann weggesprengt und zum Vorschein kommt hier drin ein Goldnugget. Und hier seht ihr nochmal kurz die Funktionsweise, also es ist recht simpel. Man drückt einfach hier dieses Dynamit rein, dann geht dieser rote Technikpin nach oben und drückt eben diese Felsformation hier oben weg. Die wird auch bloß von zwei Studs gehalten. Das funktioniert richtig gut und ja, ist wie gesagt recht simpel gelöst, aber wie gesagt funktioniert auch gut. Und in diesem Felshaufen haben wir dann diesen Goldklumpen gefunden. Und der Goldnugget wird dann zu Untersuchungszwecken hier in die Forschungsstation gebracht. Die ist ca. 5 cm hoch, 3 cm breit und 2 cm tief. Und hier vorne sehen wir schon ein kleines Fach, das können wir natürlich auch öffnen. Da befindet sich aber noch nichts drin, da haben wir aber die Möglichkeit unsere Spinne reinzutun. Und die kann dann ja die Leute ein bisschen erschrecken. Und hier sehen wir die Spinne mal ein bisschen genauer. Die sieht schon richtig gut aus mit den vier Beinen auf jeder Seite. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber hier auf dem Kopf, da sind noch 6 angedeutete Augen. Und die Spinne, die leuchtet sogar noch im Dunkeln. Und das sogar recht gut, das sieht man jetzt hier. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu den Minifiguren. Und das Tolle an den Figuren ist, dass die sich alle unterscheiden. Nur die beiden Linken haben dieselbe Hose an. Ansonsten unterscheiden sie sich alle auf der Torsobedruckung und im Gesicht. Und sie haben auch unterschiedliches Zubehör dabei. Der Linke hier, der hat zum Beispiel die Spitzhacke und die Schaufel, die wir vorhin auf dem Muldenkipper gefunden haben. Der Zweite hat dann eine rote Tasse, der Dritte ein Megafon und die Vierte eben diese Sprengvorrichtung. Und zudem tragen alle vier Figuren natürlich einen Helm. Die beiden in der Mitte haben sogar noch eine angebrachte Lampe an dem Helm. Die Figuren haben jetzt keine offizielle Bezeichnung, zumindest Lego nennt sie nur vier Bergleute. Der Linke, das war der, den wir auf dem Muldenkipper gefunden haben. Er hat noch eine orangene Jacke an, darunter ein blaues Hemd und noch ein Namensschild auf der Jacke. Der Zweite ist dann ein Arbeiter, der schon richtig hart gearbeitet hat. Man sieht's, er ist ziemlich am Schwitzen und hat nur ein Unterhemd an mit Hosenträgern. Die dritte Figur ist dann die erste Figur, die auch bedruckte Beine hat. Da sehen wir zwei Taschen und er könnte vielleicht so eine Art Vorarbeiter sein. Er hat ebenfalls ein Namensschild und einen sehr schönen bedruckten Torso mit dem Hemd und den vielen Taschen. Und unsere dritte Figur ist hier diese Frau. Sie ist wahrscheinlich die Sprengmeisterin, also sie hatte die Sprengvorrichtung. Und auch sie hat eine toll bedruckte Hose und einen toll bedruckten Torso mit Namensschild. Bei ihr ist auch der Helm und die Haare, das ist ein Teil, also das ist zusammen. Das kann ich ja mal kurz abnehmen.
Das sieht dann so aus. Also wie gesagt, die Haare und der Helm, die sind zusammen. Ich lasse die mal kurz ab, dann können wir uns nämlich hier die Rückenbedruckung ein bisschen genauer anschauen. Bei dem rechten sieht man schon das Zeichen der Bergbaugesellschaft. Bei den anderen sieht man auf jeden Fall auch die angedeuteten Hosenträger und noch ein paar Taschen. Das waren also mal die vier Minifiguren und ich muss sagen, für ein Starterpack sind die perfekt. Also sie unterscheiden sich und man bekommt auf jeden Fall einen guten Einblick in die Serie. Und damit kann ich auch gleich schon zu meinem Fazit zu dem Set kommen. Und ich finde, hier hat man wieder ein schönes Starter-Set. Man bekommt vier tolle Figuren und auch noch ein bisschen Zubehör. Vor allem den Felshaufen mit der Sprengfunktion finde ich richtig gut. Zudem bekommt man noch eine Spinne, die im Dunkeln leuchtet. Und das alles für 10 Euro, das ist eigentlich okay für ein Starter-Set. Aber ich denke mal, das Set gibt es bestimmt bald auch für um die 8 Euro. Und ich finde das dann ganz okay, weil man bekommt eben einen guten Einblick in die Serie. Das ist aber alles nur meine Meinung zu dem Set. Ihr könnt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.